Wie reagieren Freunde, wenn die Eltern auf einem Familienfest einfach beschließen, ihr Kind Adolf zu nennen? Darum geht es in der Komödie mit Justus von Donani. Im Interview mit uns plauderte er offen über seinen aktuellen Film Der Vorname. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze heute im Kölner Savoy Hotel mit Justus von Donani, der heute seinen Film Der Vorname in Köln präsentieren wird. Hallo, hallo. Und wie manche vielleicht von euch wissen, Der Vorname ist die deutsche Adaption eines französischen Films bzw. Theaterstücks. Geht man da vielleicht irgendwie anders ran? Anders als bei, als wenn man es auf Französisch drehen würde. Oh ja, das würde bei mir ganz schön schief gehen. naja, also das ist auf jeden Fall verändert worden. Das ist dem deutschen Markt angepasst und auch der Geschichte hier. Mhm. Der Werdegang ist ja so Theaterstück, französischer Kinofilm. Dann gab es eine deutsche Fassung von dem französischen Kinofilm. Genau, auch im Theater. Ne? Ja, und im Theater lief es auch. Und dann haben die das überarbeitet, dann haben sie sich mit uns zusammengesetzt, eine Leseprobe gemacht, dann wurde es wieder überarbeitet und dann kam, glaube ich, noch ein Dialogue-Coach dran und hat auch noch also Dialoge gemacht, weißt du, nochmal richtig rausgeputzt. Boah, das klingt nach einem sehr langen Prozess auf jeden Fall. Ja, aber es hat sich gelohnt. Es sind wirklich tolle Dialoge, es ist spritzig, schnell und unterhaltsam und trotzdem nicht ganz, also trotzdem noch was für die Birne. Und Leute, die vielleicht den Film von 2012 schon gesehen haben und sich jetzt aber denken, ich fand den so gut, ich würde eigentlich so gerne nochmal jetzt in Der Vorname gehen. Warum sollten die dann jetzt nochmal in das Remake gehen? Also das Remake hört sich so an. Ja, ja, das ist natürlich so. Du hast aber recht, es ist natürlich schon mal gewesen. Also ich glaube, aber dass das ist schon sehr anders, das stimmt. Es ist echt anders dadurch, dass es irgendwie auf dem deutschen Markt für in Deutschland mit unserer Geschichte einfach noch mal schärfer und noch mal seltsamer und verstörender und gleichzeitig vielleicht auch komischer ist. Mhm. Deine Rolle René, du durftest einen französischen Namen haben, ja. Den durftest du behalten. Der ist ja sehr, muss man sagen, harmoniebedürftig, sehr harmoniesüchtig, irgendwo auch, will am liebsten, was ja an diesem Abend sehr schwierig ist, am liebsten diese ganze Liebe aufrechterhalten, die da eigentlich ist. Ja, also die Familie und die Freundschaft und den Konflikt runterspielen, einfach ein bisschen jetzt mal die Luft rauslassen aus diesem hitzigen Streit. Wie hättest du an dem Abend reagiert? Du hättest mit am Tisch gesessen und hättest dir das alles angehört. Ich hätte es eigentlich eine ganze Weile nicht für möglich gehalten. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch lachen müssen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Wenn man den anderen kennt, wenn man den wirklich gut kennt, dann denkt man ja eigentlich zu wissen, ob der das wirklich machen würde oder nicht. So. Und von daher hätte ich es mir kaum vorstellen können, außer ich habe schon immer gedacht, der ist so. So ein bisschen. Und wenn sie sich nun richtig fetzen, wenn es ans Eingemachte geht, vielleicht hätte ich auch sogar probiert, ein bisschen zu schlichten. Mhm. Aber wenn man dann sportiv das Ganze sieht, macht es vielleicht auch Spaß, ab und zu sticheln. Das stimmt. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht zur Premiere von Vier zauberhafte Schwestern. Ja, oder von, was habe ich denn noch? Sunlit Night, der wird auch in Deutschland starten, amerikanischer Kinofilm. Und gerne. Ja, freue ich mich. Super, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.